Ihr geht gerade in ein riesiges Haus im Norden der Stadt vorbei, als ein Mann daraus hervortritt und euch mit großer Geste zu sich winkt. Entschuldigt, Senior, wenn ihr einen Moment Zeit für mich habt. Hättet. Was kann ich für euch tun? Ihr seid doch der neue Kapitän, der auf der Maria Theresa hergekommen ist, nicht wahr? Ich habe eure Truppen gesehen. Äußerst beeindruckend. Der Mann zögert. Ich habe mich gefragt, ob ihr unter Umständen einverstanden wärt, mir einige eurer Männer zu leihen, damit diese mir behilflich sein können. Ich bin natürlich auch bereit, einen angemessenen Preis dafür zu zahlen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Oh, ich vergaß. Bitte entschuldigt. Ich heiße Martin Choquero. Ich bin der Schatzmeister des Gouverneurs von Santo Domingo. Manuel Pizarro, erzählt mir mehr von dieser Aufgabe. Ist denn noch jemand im Chat da, für den es sich lohnt? Meine Frau ist Soldatin unter Noriega. Sie wurde in die Berge nordwestlich von hier auf seine Patrouille geschickt. Doch sie hätte schon vor Wochen zurück sein müssen. Ich bin außer mir vor Sorge. Er sieht wahrlich so aus, als wäre er außer sich vor Sorge. Oh, okay, er sieht so, ja, okay, ja. Habt ihr schon mit Noriega gesprochen? Choquero ballt seine Hand zur Faust. Noriega teilt meine Sorge, aber er beharrt darauf, dass er keine Soldaten für die Suche nach meiner Frau entbehren kann. Insbesondere jetzt, wo er ein weiteres Kommando verloren hat. Ich werde mit meinem Gefolge in die Berge aufbrechen und nach eurer Frau suchen. Er bricht beinahe in Tränen aus. Alter, das ist dauernde Gelehre. Ich weiß nicht, entweder machen wir jetzt bei Feierabend. Ich gucke mal, wer so streamt und was so gestreamt wird. Oder wir gucken nochmal nach einem anderen Spiel, weil das fällt nicht mehr auf Dauer aus. Jetzt irgendjemand was streamt, was ich sage, okay, das könnte man sich mal angucken und dann machen wir Feierabend. Sonst müssen wir uns was anderes suchen. Oh mein Gott, haben die jetzt die Stadt. Stadt Rastkonen Axel ist für sich entdeckt, oder was? Ja, also da konnten wir so wirklich. Hierbei rum. Oh, Schimpanse hat auch schon Feierabend gemacht. Zocken alle Loop Hero, interessiert doch keine Sau. Wieder da, oh. Du bist genau richtig, weil also das Spiel, ich schätze mal, das ist richtig cool, aber da musst du dir sehr viel Zeit nehmen und das ist nichts für ein Stream, weil ich lese hier seit Stunden, ohne dass irgendwas gemacht wird. Und da glaube ich, da geht meine Stimme bei Zeiten verlustig. Komplex nicht, also es ist halt einfach nur erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und noch eine Story und noch eine Entscheidung. Ich hatte gerade mal einen Kampf, das war der Tutorial-Kampf. Der Rest war nur Geschwafel und Gelaber und noch mehr Gerede. Was machen wir? Machen wir irgendwas Altbekanntes noch? Oder gucken wir nochmal in irgendein Spiel rein, weil ich hätte hier noch zwei Spiele, die in Richtung Strategie gehen, wo wir mal reingucken könnten. Wo ich nicht weiß, was uns erwartet. Wenn wir was Altbekanntes machen, dann machen wir hier eher so Medieval Dynasty oder Guardian Quest.
Inside schade ist, dass ihr nicht spielen zu streamen geht. Ich hoffe, das kommt irgendwann noch und dass das ordentlich optimiert wird und ein bisschen mehr Inhalt. Ach, wir gucken hier mal rein. Sehen, was wir hier haben. Kingdom Wars. Okay, gucken wir mal. Gucken wir mal Stream-Info. Kingdom. So. Schauen wir, was uns hier erwartet. Ach, das ist auch von 2020. Cool. Ich hätte gedacht, das wäre älter. Hätte gedacht, das wäre älter. Elder Scrolls Online. Na, wir spielen Deutsch. Bitte, danke. Bitte nicht wieder so viel Text zum Lesen, danke. Enter a username for online play. Offline spielen. Oh Gott, bitte nicht wieder lesen. Willkommen und vielen Dank, dass du unser kleines dreiköpfiges Indie-Team unterstützt. Auch wenn der Großteil der Gameplay-Funktionen schon stehen, fangen wir gerade erst an. Unser Plan beginnt mit der Überarbeitung aller Grafiken und Levels, damit sie sich von MKW unterscheiden. Kingdom Wars. Ist das sowas wie ein Medieval Kingdom Wars? Wir werden auch einzigartige Designs für verschiedene Nationen entwerfen, da wir auf das Ziel hinarbeiten, dass jede Nation einzigartige Einheiten, Gebäude und mehr hat. Eine Menge Arbeit ist in den Bereichen Kampf, also Performance und Wegfindung geplant. KI und Diplomatie werden auch unter unseren Schwerpunkten sein. Bitte nicht so laut. Ah, hier unten. Musik 3? Nee. So. Gucken wir mal. Nochmal eine Kartentextur und episch, episch, hoch, bla bla, alles gut. Niedrige Terrainauflösung, nein, Blut und Leichen. Das klingt doch schon mal nice. Hoch. Und hier Leistung deaktiviert, Wasserqualität hoch, Kampagnen-Chat deaktivieren. Okay. So, wo waren wir jetzt hier stehen geblieben? Performance und Wegfindung geplant. KI und Diplomatie werden auch unter unseren Schwerpunkten sein. Wir haben vor, bis September eine vollständige Tutorial-Kampagne fertigzustellen. In der Zwischenzeit hoffen wir, dass das Tutorial im Spiel ausreicht, um dir den Einstieg zu erleichtern. Bitte wende dich an das Steam-Forum, wenn du Hilfe benötigst oder einen Vorschlag hast, bevor du eine übereilte Bewertung hinterlässt. Wir antworten auf jeden Beitrag so schnell wir können. Danke für deine Unterstützung. Tja, jetzt die Frage, meint ihr hier noch September 2020 oder meint ihr schon September 2021? Weil für September 2020 waren sie ziemlich spät dran. Spiel die riesige Kampagne und führe deine Nation durch die tödlichste Pandemie der Geschichte. Wir haben es ein bisschen mit Pandemien erzählt, hä? Die Kampagne wird regelmäßig automatisch gespeichert, aber du kannst auch benutzerdefinierte Spielstände erstellen. Oh Gott, was haben wir denn hier so alles? Herzog John der Dritte, der Graf John von Valois, Graf Charles de Clare, Graf Guy von Chatillon, Marquis Henry Leblanc, Graf Theobald der Siebte. Ja. Oh, es gibt einen Chill-Modus.
Was bedeutet Chill-Modus? Der Chill-Modus lockert Spielregeln, die Zufriedenheit und Silberabnahmen betreffen, was für ein entspanntes und vereinfachtes Spielerlebnis sorgt. Oh, oh, oh. Und wieder so eine beschissene kleine Schrift. Die Kapetinger wurden 1154 gedemütigt, als ihr Vasall das Haus Plantagenet den Thron Englands bestieg und eine Menge reiche Provinzen mitnahm. Nun gibt es das Haus Capet nicht mehr und das Haus Valois ist durch die Familienintrigen von König Philipp dem VI. An die Macht gekommen. Scheiße, fällt mir ein, wir haben doch hier noch Total War Rom. Oder Rom 2? Wie hieß denn das? Glaube ich, Rom 2 war das sogar. Ihr Ziel ist es immer noch, Frankreich neu zu erschaffen und vielleicht sogar das sagenumwobene Kalorienreich wieder aufzubauen. Kalorienreich. Einfach mal so spontan. Mit dem Papst in ihrer Tasche und dem Gesetz auf ihrer Seite. Wie konnten sie versagen? Aber das ist doch auch so unendlich komplex, nicht, oder? Das. Oh, wir können kalorienreich aufbauen, aber das machen wir im Chill-Modus. Hast du gute Ideen für das Spiel oder möchtest du Feedback dazu geben? Dann geh zu den Steam-Diskussionen. Na, mal schauen. The Capetian kings of France were humiliated in 1154 when their vassals, the Plantagenets, ascended the English throne and took numerous rich provinces with them. Now the House of Capet is dead, and the House of Valois has risen through the family intrigues of King Philip VI. Their goal is, as ever, to forge France anew, and perhaps even rebuild the fabled empire of Charlemagne, with the Pope in their pocket and law on their side. How can they fail? The plague is coming. As a noble in your king's service, you must get ready to face the impending pandemic. Visit your towns to develop your industry and oversee improvements. Within a few months, prepare to defend your holdings from enemy raids. Soon you can start to cautiously expand, but beware of rival lords from your own kingdom until you are powerful enough to fight for the throne. Das ist ja ganz England, Frankreich, habe ich ja alles hier gesehen. Oh Gott, das ist... Hier ist Italien, Spanien, England, Skandinavien, Russland, Teile von Afrika. Ich wollte chillen. Ich hab den Chill-Modus. Mein Herr, ich heiße euch willkommen. Wir schreiben das Jahr 1347 und uns steht Schreckliches bevor. Der Krieg hat Europa verschlungen. Frankreich und England gehen sich gegenseitig an die Kehle. Andere Nationen ergreifen Partei oder kämpfen ihre eigenen Schlachten. Noch besorgniserregender sind die Gerüchte über die tödliche Seuche im Osten. Möge Gott uns vor dieser Pest beschützen. Wir müssen uns vorbereiten, unsere Ländereien ausbauen und bereit sein, uns dem Willen Gottes zu stellen und dem Befehl unseres Herrn Königs zu folgen. Alter, die hatten dann auch keine anderen Hobbys, hä? Einerseits haben sie die Pest, aber andererseits hauen sie sich dann noch nebenbei die Schädel ein. Die Menschheit, die ist einfach nur dumm. Was schlagt ihr vor? Da unsere Wirtschaft schwach ist,